Es sollen besondere Tage für sie werden, die lange in guter Erinnerung bleiben. Insgesamt 20 Mädchen und Jungen aus dem weißrussischen Chodino erholen sich derzeit im Landkreis Rostock. Am vergangenen Freitag waren sie von den Mitgliedern des Leichtathletikclubs Mülrosin zu einem sportlichen Höhepunkt eingeladen worden. Den Verantwortlichen ging es aber nicht um das Erreichen von Höchstleistungen. Also die Kinder haben ganz viel Spaß daran. Wir versuchen einfach mit den Chodino-Kindern, die hier zu uns für 3 Wochen zu Besuch kommen, einfach was anzubieten, ein bisschen Freizeitgestaltung und dass unsere Kinder auch mal mit anderen ausländischen Kindern in Kontakt kommen und mit ihnen gemeinsam spielen, Sportspiele hier machen. Und ja, deswegen bieten wir das jedes Jahr an und die freuen sich auch, wenn wir das anbieten und sagen, wir machen mit, wir helfen euch bei der Gestaltung. Wie schon in den vergangenen Jahren bekamen die weißrussischen Gäste auch diesmal ein T-Shirt geschenkt, auf dem die Verbundenheit über Ländergrenzen hinweg deutlich wurde. Bei schönstem Sonnenschein wurde mit Aufwärmspielen begonnen. Und wie das bei Kindern so ist, die Wärme tat dem Bewegungsdrang keinen Abbruch. Sie liefen und lachten. Ob nun Deutsch oder Russisch, dabei spielte die Sprache keine Rolle. Zahlreiche Helfer waren dabei, um den Tag unvergesslich werden zu lassen. Auch Stefanie Krüger war dabei. Sie half gern. Ich finde die Aktion sehr gut. Warum? Also muss ich sagen. Naja, damit die Kinder hier aus Güstrow mit den Kindern aus Chodino mal ein bisschen in Kontakt treten. Und wir haben ein bisschen Spaß an dem Nachmittag. Wir sind ganz, ganz viel auch privat zusammen, machen ganz viel zusammen. Und ja, ich finde es einfach schön. Nach dem Sport warteten kühle Getränke und Gegrilltes auf die Gäste, ebenso wie auf die LAC-Mitglieder. Dieses Miteinander ist zu einer guten Tradition geworden, die allen wichtig ist. Der Hauptorganisator der Chodino-Aktion, Thomas Körting, freut sich über Angebote wie diese. Er unternimmt mit weiteren Helfern aber auch zahlreiche Ausflüge, wie zum Beispiel nach Warnemünde oder in den Natur- und Umweltpark. Eine Stippvisite ist auch bei der Güstrower Feuerwehr geplant. An den Wochenenden sind die 20 Kinder von 10 bis 14 Jahren dann in Gastfamilien untergebracht. Dort sollen sie das ganz normale Alltagsleben der Familie hier kennenlernen. Hier auf dem Sportplatz lernten sie erst einmal die sportliche Schiene vieler Kinder kennen. Der Wettkampf spornte alle an, ihr Bestes zu geben. Doch der Spaß kommt nie zu kurz. Das alles soll Kindern und Helfern vor allem Freude machen. Vom Feedback her sagen immer alle, das ist toll. Die Kinder fühlen sich wohl, also die Chodino-Kinder fühlen sich wohl. Unsere finden es auch gut, dass sie einfach mal eine andere Erfahrung machen mit anderen. Und ja, es ist einfach ein schönes Miteinander. Somit stand dem abschließenden Grillen und netten Beisammensein nichts mehr im Wege. Schnell vergeht die Zeit, insbesondere im Urlaub. So wird auch schon bald wieder an Abschied gedacht. In Lüssow und Lohmen werden die Kinder am 17. Juni verabschiedet. Danach werden sie sich wieder auf den Weg nach Chodino machen. In der 70.000 Einwohner zählenden Stadt denken sie sicherlich gern und dankbar an die ereignisreiche Zeit in Deutschland zurück. Dank vieler Helfer und Sponsoren ist es nur möglich, ihnen eine solche Zeit hier zu bieten.